Heute bei Adventurist. Sophie Spike funktioniert. Sophie Spike hört auf zu funktionieren. Scheiße! Und mir wird das Hirn gekitzelt. Hey, das sind wir, Sophie und Luke. Letztes Jahr machten wir unseren mehr oder weniger erfolgreichen ersten Motorradurlaub in den Alpen. Dieses Jahr wollten wir unseren ersten Elch sehen. Und da das in den Alpen recht schwer wird, verschlug es uns nach Norwegen. Das hier sind übrigens unsere Bikes. Bambi und Gertrude, zwei 25 PS starke Royal Enfield Himalayans. Aber keine Sorge, von Bambi werden wir auf diesem Trip noch öfter etwas sehen. Recht kurzfristig ballerten wir uns also eine Route in Kalimoto zusammen und heizten dann zwei Tage über die Autobahn an den nördlichen Zipfel Dänemarks. Wir verbrachten noch ein paar Stunden am Strand, ehe unsere Fähre uns dann von Dänemark nach Norwegen fuhr. Wir hatten nichts gebucht und kamen um kurz nach Mitternacht in Kristiansand an. Aber wir hatten unser Zelt dabei und dachten, hey, man darf doch wild campen. Wir tankten also nochmal kurz bei einer Tankstelle für kleine Kinder und dann machten wir uns auf die Suche nach einem Platz zum Wildcampen. Es war schwer. Das ist wirklich wieder eine Schranke, ey, ernsthaft. Es war inzwischen schon nach 1 Uhr und wir wollten einfach nur noch schlafen, aber es war echt schwer, was zu finden. Ach, come on! Oh, Freunde der Sonne, es ist jetzt 2:30. Die Lage verbessert sich nicht unbedingt. Es ist arschfinster. Ja, man sieht hier gar nichts. Verzweifelt fuhren wir um 2 Uhr nachts mitten im Wald in eine Schotterstraße. Oh. Ja, ich glaube, das hier wird's werden. Ja, du, ich weiß, optimal ist es nicht, aber ich glaube, was Besseres und Ruhigeres finden wir nicht, oder? Oh, ey, ich hoffe, das Zelt überlebt, du. In echt war es übrigens genauso dunkel. Man sah absolut nichts, weshalb wir den Leerlauf reinmachten, Motoren an und dann um 2 Uhr nachts mitten in der Pampa das Zelt aufbauen. Wir hatten wirklich nicht den blassesten Schimmer, wo wir überhaupt waren. So, okay, dann aufbauen. Oh, would you look at this? Ein Block Knusperflocken. Die magische Schachtel hier. Ja. Du bist meine magische Schachtel. Ah. Also noch schnell einen Knastbrei zusammengerührt und dann ging's endlich los. Die ersten paar Kilometer auf den Hochebenen in Norwegen zeigten uns, wie schön unser Trip werden könnte. Aber es sollte alles ganz anders kommen. Zunächst suchten wir uns aber einen Schlafplatz und diesmal mit Tageslicht war das Ganze auch ein bisschen einfacher. Wir fanden einen traumhaften Spot auf einer kleinen Halbinsel direkt am Wasser. Dieser Spot gab uns die Möglichkeit, nach der ersten grausamen Nacht unsere Batterien etwas aufzuladen. Wir krallten uns unseren Campingkocher, gingen ein paar Meter auf die Halbinsel und kochten uns den nächsten Knastbrei. So. Sophie misst ab. Ich muss dich konzentrieren. Alter, das muss man sich halt echt mal geben. Und hier, ab da. Das klingt aber komisch. Christ.
Ein bisschen viel jetzt geworden. Ja, das hat uns da. Hier steht schief. Indisches Curry. Mhm. Sieht genauso interessant aus. Dieser Tag war perfekt. Und das war auch gut so, denn die nächsten paar Tage sollten die absolute Hölle werden. Wie immer, bei Adventurist ging einiges schief. Wir gönnten uns also noch ein Bad. Und dann ging's in die Haie. Sehr geil. Hallo! Okay, jetzt mach mal aus. Ich muss mich mal jetzt waschen hier. Camp abgebaut. Das war wirklich ein Wahnsinns-Spot. Also wenn man sich überlegt, man will Wildcampen in Norwegen, dann stellt man sich genau sowas vor. Da stand's Zelt. Falls ihr die Tour nachfahren wollt, habt ihr natürlich den Link zur Kalimoto-Route in der Beschreibung verlinkt. Gucci! Ah. Ach so. Ich muss ja abbocken. Come on! Come on! Yes! Für uns ging's also wieder ab nach Norden. Über die Hochebenen ging es weiter zum nächsten Ziel. Der Jostedalsbreen-Nationalpark rollt nicht nur über die Zunge, sondern ist auch Heimat für viele wunderschöne Tiere. Hier gibt es nicht nur Elche, sondern auch Braunbären und den größten Gletscher Europas. Das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, allerdings kann ich eins spoilen. Wie immer kam es nicht so, wie es kommen sollte. Wasser aufgefüllt hier an dem Friedhof. Das wird ein ziemlich nährreiches Grundwasser sein. Da drüben sind Wildschweine, ihr seht's nicht, aber da drüben im Wald laufen Wildschweine rum, richtig cool. Da sind Kühe, da ist Bay. Und los geht's. Das war also Norwegen. Es war absolut der Wahnsinn und alles, was wir uns erhofft hatten. Das Wetter war gut, die Straßen waren geil und die Stimmung war der Hammer. Rückblickend hätten wir zu diesem Zeitpunkt etwas mehr genießen sollen, denn es folgte gleich die Enttäuschung. Die geht nicht mehr an. Warte nochmal. Achtung. Ist der Seitenständer draußen? Nein. Du, bei Motorrad geht nicht mehr. Ja, bin ich froh, dass wir hier gerade unsere Schlafgelegenheit haben. Jetzt warte mal. Die Mühle wollte irgendwie nicht mehr angehen. Es half also nur noch anschieben. Es war seltsam. Das Bike wollte von alleine einfach nicht mehr angehen. So konnte es selbstverständlich nicht weitergehen und so schleppten wir Sophie zum nächsten Campingplatz und versuchten das Problem irgendwie zu identifizieren. Also ist jetzt aus, ja? Neutraler genau. Ist drin, Ständer ist unten, aber die müsste jetzt angehen. Zündung geht an. So, jetzt geht Dashboard an, man hört auch ein bisschen Summ-Summ. Und sobald du jetzt auf die Zündung drückst, geht sie aus und hinten macht es einen Klick. Ja, aber ich glaube, je öfter wir das machen, desto schlimmer wird. Ja gut, aber schlimmer als jetzt kann es ja eh nicht werden. Nach einer kurzen Diagnose von uns zwei Pappnasen, die zu keinem Ergebnis führte, entschieden wir uns, den ADAC anzurufen. Wir sind ja nicht umsonst beide ADAC-Mitglied und zahlen jährlich viele Euros für die Mitgliedschaft. Ich bin in Norwegen. In anderthalb Stunden soll jemand vorbeikommen. Wir nutzen die Zeit zum Zelt aufbauen, snacken und Haare waschen. Fließend Wasser kann nach Wildcampen echt ein Segen sein. Na? Gut? Ja. So geil! Das ist so geil! Wir warteten also auf den ADAC. Ich meine, wie lange kann es schon dauern? Nach einem Tag Warten war der ADAC immer noch nicht in Sicht. Wir hatten in der Zwischenzeit schon 20 Mal angerufen, jedem Kollegen die Story erneut erzählt, aber wir sahen unseren Trip schwinden und uns wurde es irgendwann zu blöd
und wir nahmen die Sache selbst in die Hand. Wir riefen also bei einer Harley-Davidson Royal Enfield-Werkstatt in Oslo an. See you then. Bye. Sie hatten eine Batterie und wir könnten morgen vorbeikommen. Sie haben einen, wir können morgen vorbeikommen. Die haben eine Batterie? Und jetzt zusammen. ADAC. Someone has a little aggressive problems. Ah, endlich. Progress. Progress. Einziges Problem, wir mussten jetzt nur noch irgendwie nach Oslo kommen. Am nächsten Morgen hieß es ab nach Oslo und das bedeutete erstmal wieder schieben. Ja, das gleiche wollte ich dich gerade fragen. Die ganze Geschichte setzte voraus, dass wir den Bock irgendwie nach Oslo bekamen, was mehrere Stunden Fahrt entfernt war. Jetzt geht gar nichts mehr. Wir waren also etwas angespannt, wenn auch vorsichtig optimistisch. So schnell du kannst. Yes! Sie sprang sofort an, nur leider vergaß Sophie nach der Übergabe ihren Seitenständer hochzuklappen. Aus sicherer Entfernung sah ich also, wie sie den ersten Gang einlegte und das Motorrad ausging. Scheiße! Langsam aber sicher verschwand unsere noch recht gute Laune. Los, schieb. Es geht nicht. Es passiert nichts mehr. Ja, geht sie. Schieb Vollgas. Seitenständer hoch. Ich hab nur Gas gegeben, ich hab nur Gas gegeben. Ich fahr sie das nächste Mal. Das wird meiner Fahrt. Ich heul gleich. Das Problem ist, es ist kalt. Ich kann nicht mehr. Okay. Ja, aber ich. Ist Kali Motor schon an? Wie viele von euch haben auch wir nur wenige Wochen im Jahr Zeit, unsere Reisen zu machen. Wir sahen gerade alles vor uns hinschwimmen, bevor es überhaupt richtig losging. Oder wir machen es nochmal und lassen jetzt einfach 5 Minuten mehr laufen. Zu diesem Zeitpunkt lagen unsere Nerven wirklich komplett blank. Wir waren einfach fertig. Wir waren am Ende und wir wollten nicht mehr. Wir wollten einfach nur, dass dieser dämliche Bock endlich wieder funktionierte und wir wollten irgendwie nach Oslo kommen. Aber es scheiterte anscheinend schon bei den ersten paar Metern. Aber aufgeben war keine Option. Wir wollten schließlich Elche finden. Und dafür brauchten wir einen funktionierenden Bock. Und dafür mussten wir nach Oslo. Arschbacken zusammenkneifen und nochmal probieren. Und auch wenn die Strecke nach Oslo wunderschön war, so konnten wir es nicht wirklich genießen. Manche Strecken waren gesperrt, wir mussten beim Tanken anschieben. Und generell fuhr immer die Angst mit, dass das Motorrad in irgendeinem Moment sicherlich nicht mehr angehen würde. Aber ohne den Motor auszumachen und indem wir einfach Kilometer abgespult haben, schafften wir es überraschenderweise nach Oslo. Es war nicht mehr weit. Da hat auf einmal die Batterieleuchte geleuchtet und jetzt ist ganz ausgegangen während der Fahrt. Ganz oft? Ja. Wie lange haben wir noch? Noch 10 Minuten. Fucking hell, Alter, so knapp vom Ziel, Mann. So, wir sind nochmal liegen geblieben und zwar jetzt wahrscheinlich final 10 Minuten vor der Werkstatt. Da ja, geht beim jetzt gar, Fahren ist es ausgegangen. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Wir haben wirklich nur 10 Minuten zur Werkstatt. Die Werkstatt kann uns nicht holen. Die Versicherung, da haben wir keinen Pannendienst abgeschlossen. ADAC versuchen wir jetzt zum 20. Mal zu erreichen. Wir sind mitten in Oslo. Also wenn sie es jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dann weiß ich auch nicht, wie sie in irgendeiner Form irgendjemandem helfen wollen. Die Laune war jetzt richtig im Eimer.
Wir telefonierten also wieder mit unserem Freund und Helfer ADAC, erzählten die Story zum 20. Mal und es blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten. Die Nummer, unter der ich anrufe, sie hat auch gesagt, sie hätte sie eingetragen. Die Werkstatt würde um 17 Uhr schließen und um 16 Uhr, nach 5 Stunden Warten, kam dann jemand. Der nette Mann fuhr uns zur Werkstatt, wo wir dann einfach nur noch hoffen konnten. Wir sitzen gerade vor der Werkstatt und wir hören hinter den geschlossenen Toren. Die Mühle lief wieder. Wir konnten euch gar nicht sagen, was wir für Glücksgefühle in dem Moment verspürt haben. Es war der Wahnsinn und es konnte endlich weitergehen. Ei, da läuft es. Bambi. Okay, ich fahr vor. Wir müssen hier lang, habe ich gerade gemerkt. Doch nicht. Wir pfiffen uns noch ein paar norwegische Spezialitäten rein und dann ging's ab nach Norden. Durch den kleinen Zwischenfall mit unserem zweiten Esel mussten wir nun also notgedrungen über den Osten hochfahren, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Was wir nicht wussten, auch auf dieser Route hatte Odin sich was für die nächsten Tage überlegt. Sophies erstes Mal auf So, kurzer Status-Report aus der Pampa. Wir warten kurz, bis das schwarze Ding hier an uns vorbeizieht. Das zieht hier so... Es zog nicht vorbei. Und steht. Es wurde langsam aber sicher stürmisch und dann fing es auch noch an zu donnern. Da hat's gerade gedonnert. Aber wir waren vorbereitet. Wir wussten, dass es in Norwegen ab und zu mal ein bisschen regnen kann. Es war Zeit für meinen 20-Euro Müllbeutel, den ich die tausenden Kilometer hierher geschleppt hatte. Da sind wir jetzt wieder mitten drin hier, ey. Classic. Adventure! So sieht Sophie übrigens aus, wenn sie gerade richtig viel Spaß hat. Ah, dann mal ab durch den Sturm. Es donnert und alles. Aber wir waren noch nie dafür bekannt, dass wir kluge Entscheidungen getroffen haben. Wir dachten uns, wie lange kann so ein Regen schon dauern? Einfach mal durchfahren, oder? Es stellte sich heraus, das war nicht sonderlich smart. Lass es bitte. Stunde um Stunde quälten wir uns durch die norwegische Pampa. Hier gab es nichts außer Regen, Schafe und noch mehr Regen. Das Lustige hierbei, unsere 20 Euro Müllbeutel waren das einzige, was dicht war. Ansonsten hatten wir Wasser in den Handschuhen, in den Schuhen, in der Hose und im Helm. Und auch wenn's arschkalt war und verdammt nass, so machte es einfach Laune. Die Szenen erinnerten an British Columbia oder Alaska. Es war der Wahnsinn. Und hier war absolut niemand, keine Menschenseele. Wir treffen das erste Mal wieder Menschen, als wir nach einer gefühlten Ewigkeit an einer improvisierten Mautstation vorbeikommen. Hier verlangt eine Oma 5 Euro dafür, dass zwei Motorräder Offroad über ihr Gelände fahren dürfen. Fairer Deal, vor allem wenn man bedenkt, dass die Oma auch irgendwie mit dieser Schranke gleichzeitig die Himmelspforten geschlossen hatte. Denn auf einmal wurde der Himmel immer blauer. Es war absolut der Wahnsinn. Wie zwei Cowboys durchstreiften wir das Land der Oma auf der Suche nach einem Schlafplatz für heute Nacht. Neben Elchen gibt's hier übrigens auch Bären, aber das habe ich Sophie erst nach dem Trip erzählt. Wir
fuhren über eine malerische Brücke und entschlossen uns dann, direkt hier das Zelt aufzubauen. Es war der Wahnsinn. So, ihr Schnuggis, kurzes Status-Update. Wir haben das Zelt aufgebaut, ist hier ein bisschen uneben, aber der Spot ist halt wie von Bob Ross gemalt. Deswegen haben wir gedacht, ist egal, wir schlafen heute hier. Wir sind jetzt gerade dabei, den ganzen Mist aufzuräumen, weil... Achtung! Das sieht auf der Kamera irgendwie nicht so aus, wie es in echt aussieht. Das ist ziemlich dunkel und ziemlich bedrohlich. Ja. Wir hatten... Sophie hatte heute noch nicht genug Regen, glaube ich. Oder? Noch ein bisschen Regen? Ja. Naja, okay, also auf jeden Fall die Bikes. Achtung. Das ist wirklich... Kennzeichen kann man eigentlich nicht mehr lesen hier. Das ist wirklich richtig widerlich. Grenzwiderlich. Meine so. Taschen. Richtig gut. Naja, da schlafen wir heute Abend. Und ich würde sagen... Helfe ich mal aufräumen, weil sonst fängt es ja bald an zu regnen. Die Oma hatte wohl die Schranke wieder geöffnet. Aber es dauerte nicht lang und dann bekamen wir tatsächlich Besuch vom Sonnenschein und von ein paar Bewohnern. Oh Gott. Wir fühlten uns etwas... beobachtet. Das Kleine, der ist total süß. Wie zwei Stadtkinder genossen wir die Gesellschaft. Es war unglaublich friedlich und schön. Als am nächsten Morgen Odins dicke Wolken über uns hingen und die Schafe ans Zelt pissten, wussten wir, dass es weitergehen musste. Weiter ab nach Norden. Die Elche mussten doch hier irgendwo sein. Endlosen Weiten von Norwegen waren absolut der Wahnsinn. Hier war wirklich niemand und wenn das Wetter schön war, war es auch relativ angenehm. Was wir wirklich unterschätzt hatten, war die Wichtigkeit von Heizgriffen. Sobald die Handschuhe einmal nass waren, wurden sie echt nicht mehr trocken. So, folgendes. Da ist schönes Wetter, da pisst's wie Sau und da müssen wir leider hin. Auf der verzweifelten Suche nach Elchen ging es für uns weiter nach Norden. Uns lief nämlich langsam die Zeit davon. Der kleine Ort Oppdal liegt unter Trondheim mitten im Gebirge und ist eine Elchhochburg und damit unser nächstes Ziel. Anstatt Elche gab es auf der Route aber das schlimmste und kälteste Wetter der kompletten Reise. Und das in Verbindung mit 50 km/h Windböen war wirklich unlustig. So eine Scheiße hier, ey, Mann. Ich erschreckte mich nochmal kurz, als ich dachte, Sophie wäre voll in den Wald gedonnert, aber als ich dann feststellte, dass es nur ihre USB-Buchse war, die ganze Zeit offen war, war ich doch relativ erleichtert. Ansonsten bleibt zu dieser Passage eigentlich nicht sonderlich viel zu sagen. Klar, die Landschaft war der Hammer, aber wir konnten es wirklich überhaupt nicht genießen. Wir haben wirklich gezittert ohne Ende, es war verflucht kalt und die Woche drauf hat es dort tatsächlich sogar geschneit. Wir waren also ziemlich froh, als wir dann völlig verfroren an einer Hütte ankamen und uns erstmal vornahmen, die nächsten zwei Tage nicht mehr auf den Bock zu steigen. Oh mein Gott! Was ein Scheiß! Am nächsten Tag gingen wir dann zu Fuß auf Elchjagd. Es war wenig erfolgreich, aber dennoch sehr schön. Müssen ja auch schreiben. Von der gefährlichen Sorte.
Der Kollege hier heißt Magar Laupet oder Magar Lope oder wie auch immer man das aussprechen will. Er fließt seit der letzten Eiszeit und gräbt sich alle 10.000 Jahre weitere 10 Meter in den Stein. Cool. So, kurzes Status-Update. Unsere Mission auf der Suche nach Elchen war bisher wenig erfolgreich. Wir sind jetzt am nördlichsten Punkt, wo wir sein werden. Wir müssen jetzt langsam wieder nach unten kehren. Wir sind jetzt gerade unter Trondheim. Und werden jetzt die Westküste abfahren und ja, einfach nach Sophies erstem Elch suchen. Das schlechte Wetter der letzten Tage hatte uns ziemlich zugesetzt und wir hatten Bock auf Sonnenschein. Das bedeutete, wir setzten auf Kalimoto einen Marker in Richtung Sonne und fuhren einfach los. Und durch Zufall entdeckten wir dabei unfassbar geile Strecken, die ihr natürlich kostenlos nachfahren könnt. GoPro ist wieder unter den Lebenden. Da oben war es so kalt, die ist eingefroren, ey. Die ging einfach nicht mehr. Wahnsinn. Und jetzt geht's Richtung Süden, endlich. Es wird hoffentlich warm. Ich habe so viele Schichten an, es ist so kalt. Es wurde zwar nicht wärmer, aber dafür wurde es immer geiler. Ja, das ist Schneeregen. Wow. Der Westen von Norwegen war nochmal auf einem ganz anderen Level. Ich meine, wir waren schon vom Osten beeindruckt und hatten unfassbar viel Spaß da drüben, aber der Westen in halbwegs trockenen Zuständen war absolut der Wahnsinn. Jeder, der die Chance hat, muss hier unbedingt mal langfahren. Alter Schwede! So wurden wir von geilem Bergpass zu geilem Bergpass gelotst und hatten unfassbar viel Spaß. Was wir gelernt haben, ist jedoch eine wichtige Regel in Norwegen. Wenn es einen Tunnel gibt, dann fahrt immer die Umgehungsstraße über den Berg. Hier kann man nichts falsch machen, es ist jedes Mal verflucht schön. Granate! Oh! Schnell drauf werfen! Ja, bei uns gibt es jetzt wieder 3-Gänge-Menü von der Esso-Tankstelle. Hm? Wie jeden Abend. Wenn man schon pro Nase 70 Euro für so eine glorifizierte Jugendherberge ausgibt, dann bleibt nicht mehr viel über für Essen. Ne? Ja. So. Wir pfiffen uns noch ein Sandwich für 20 Euro rein und dann ging's in die Haia. So, Freunde der Sonne, Mission Elchbusters. Fährt Richtung Süden. Na, wie heißt der Ort? Kronstadt. Okay, nach irgendeinem Ort. Sicher war, es ging nach Süden. Und sicher war auch, dass es genauso schön weiterging, wie der Vortag geendet hatte. Aber sicher war auch, dass der Trip langsam aber sicher sich dem Ende neigte. Wow! Wir hielten an einem unserer letzten Bergpässe an und versuchten nochmal alles in uns aufzusaugen. Am liebsten hätten wir diese Berge mitgenommen. In Momenten wie diesen fällt es mir immer sehr, sehr schwer zu realisieren, dass ich in ein paar Tagen wieder im Office sitze. Ich versuche deshalb öfter dankbar zu sein für das, was ich gerade in diesem Moment habe. Ich bin mit meinem Lieblingsmensch in meinem Lieblingsland und teile mein Lieblingshobby. Nur wenige Menschen bekommen diese Gelegenheit. Fällt dir doch stellenweise wirklich die Worte, wenn du hier durchfährst. Einfach absolut verrückt. Wunderschön. Richtig.
Norwegen ist einfach der Hammer. Und auch wenn wir am Anfang Probleme mit Sophies Bike Bambi hatten und viel gefroren und geflucht haben, als es dann regnete und wir bisher immer noch keinen Elch gesehen hatten, so war diese komplette Erfahrung, dieser komplette Trip doch sehr, sehr einzigartig und wertvoll für uns. Es gab jetzt nur noch ein Ziel für uns und das war zu einem Fjord kommen, wo wir Kajak fahren können.